Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum aktuellsten Video. We are fight for you. Auf dieser Seite hier bin ich gepartnert. Hier unten findet ihr direkt meinen Link. Der erste Link in der Beschreibung. Direkt am Anfang der Beschreibung sogar. Über diesen Link werdet ihr auf Skinbaron kommen. Und wenn ihr euch dort anmelden solltet, dann werde ich prozentual ein klein wenig am Verkauf und am Kauf von diesen Dingern eben beteiligt. Also ihr müsst nicht mehr zahlen, aber auch nicht weniger. Ihr zahlt einfach das, was ihr eben hier kauft oder verkauft. Das sind ja alles andere Menschen, mit denen ihr handelt. Und ich erhalte dabei halt nur einen kleinen Obolus, weil ich euch praktisch angeworben habe, wie es halt eben so ist mit diesem Partnerprogramm. Ihr kennt das ja. Deswegen würde ich es euch natürlich ans Herz legen, dass ihr über meinen Link auf diese Seite geht. Ihr müsst es aber nicht tun. Ihr könnt auch Skinbaron einfach googeln, wenn ihr wollt. Worum es hier in dem Video aber eigentlich gehen soll, ist, ihr seht da oben rechts, ich habe von Skinbaron 20 Euro zur Verfügung gestellt bekommen, um einen Skin oder mehrere Skins zu kaufen und die an euch zu schenken und um eben mal hier für meinen Skinbaron-Partnerlink praktisch die Werbetrommel zu trommeln, zu wirbeln. Zu Trommelwirbeln? Die Werbetrommel zu Naja, schaut euch das mal an. Skinbaron hat sogar eine Partnerschaft mit Himmelschmiede. Das wusste ich bis jetzt noch gar nicht. Diese 20 Euro habe ich, wie gesagt, geschenkt bekommen und davon will ich euch gerne einen oder mehrere Skins kaufen. Die Hauptfrage, die jetzt hier im Raum steht, ist also, was sollen wir holen? Ich habe jetzt hier einfach mal auf 20 Euro gestellt, beziehungsweise auf 19,82 €, was jetzt im Moment eben der nächste Wert ist, der an 20 Euro rankommt. Es verkauft halt wohl gerade keiner was für 20. Das sind diese Skins und ich bin einfach mal durchgegangen. Und meine Frage ist halt, sollen wir mehrere kleine kaufen? Sollen wir einen 5-Euro-Skin kaufen, einen 3-Euro-Skin, einen 7-Euro-Skin oder einen 18-Euro-Skin? Wisst ihr, wie ich meine? Wie sollen wir diese 20 Euro am besten aufteilen? Da die Skins ja eh an euch gehen, dachte ich mir, ihr sucht euch das einfach aus. Es wird wie folgt passieren. Ihr könnt ganz normal kommentieren und sagen, wie toll und hübsch und cool ihr alle seid. Aber dann sollte in eurem Kommentar irgendwo stehen, dass ihr für einen Skin seid oder für mehrere. Und dann kommt danach eure Auswahl. Der Skin, den ihr gerne hättet oder die Skins, die ihr gerne hättet. Ich gehe dann am Schluss nach einem Tag oder nach zwei Tagen alle Kommentare durch und zähle erstmal, wie viele Leute ein oder mehrere haben wollen. Und die Option, die gewinnt, notiere ich mir und dann notiere ich mir alle eure Vorschläge und ziehe aus den Vorschlägen die Waffen, die Skins, die am meisten vorgeschlagen wurden, heraus. Es gibt hier auf Skinbaron noch andere Dinge, man kann Schlüssel kaufen, Musiksets, ich habe hier mal die Schlüssel aufgemacht. Man merkt vielleicht, ich habe das Video erstmal nur so aufgenommen, ohne irgendwas, ohne Voice, ohne Cam, weil ich so verwundert war, dass ich mit Fraps plötzlich doch jetzt hier eine Bildschirmaufnahme hinbekommen habe. Man kann ja also auch direkt in Knives unterscheiden. Leider gibt es kein Knife für 20 Euro. Aber alles in allem bin ich wirklich sehr zufrieden mit dieser Schenkung. Also Skinbaron, vielen, vielen Dank auch nochmal an dich, Mr. Tau, B, Toby, Tau. Du hast mir das Angebot ja gemacht, also Dankeschön für die 20 Euro. Und ja, Leute, soweit so gut. Leider ist diese Aufnahme extrem kurz gewesen, also die Aufnahme, die ich von Skinbaron gemacht habe. Aber wisst ihr, was ich jetzt noch mache? Was mir wirklich eine Herzensangelegenheit ist, worauf ich ultramäßigen Bock habe? Ich mach's einfach mal kurz an. Und zwar spiele ich in letzter Zeit ja sehr, sehr viel Command & Conquer mit Big Wallen, beziehungsweise wir planen es die ganze Zeit aufzunehmen. Wir haben da diverse Together-Absichten am Start, aber wir kriegen es nicht so richtig hin, weil wir einfach irgendwie noch zu schlecht sind. Also jedes Spiel ist eigentlich eine übelste Fressenpolierung. Also wenn wir online spielen mit anderen Menschen. Ich habe jetzt mal einen Brutal oder einen Hardbot. Scheiße, wo kann ich denn das nachgucken? Ich will das Spiel einfach mal jetzt eine Runde spielen und ihr müsst zugucken, also die noch da sind. Ich denke, 90% von euch sagen sich jetzt, what? Dann gehe ich lieber offline, Alter, fick dich. Aber der Rest wird sich sagen, ich gehe auch offline. Das Spiel ist einfach so nice. Ich finde es einfach cool. Es macht so ultramäßigen Fun. Auch wenn es jetzt nur gegen einen Bot ist, ein Mensch wird mich total zerreißen. Ja, Big Wally und ich sind hier hart am Schwitzen nachts, um eben diverse Dinge zu erlernen. Wir sind auch schon recht gut. Also wir sagen halt immer, wenn wir gegen unsere Skillgruppe spielen könnten oder würden, dann würden wir sicherlich einiges reißen. Aber es ist halt jedes Mal das Gleiche. Wir sind beide im Moment so Level 2 oder Level 3 online. Also eigentlich nichts. So wie Silver 1, Silver 2. Wir machen Spiel Tour and Tour Fun oder Tour and Tour Only Noobs. Egal was man schreibt, da kommen Leute rein, die sind über Level 100. Da wir aber trotzdem spielen wollen und die Spielerbase oder die Fanbase so klein ist von diesem Spiel, nehmen wir jeden Kampf an und kriegen halt so den Anus aufgerissen. Das ist abnormal. Wenn ich jetzt gegen einen Mensch spielen würde, wäre der jetzt schon in meiner Basis mit irgendeinem Scheiß und würde mich abfacken. Er würde mich nicht direkt umbringen, aber er wäre mit irgendeinem Scheißdreck hier und würde mich nerven wie die Sau. Das ist der große Abfuck hier. Bei dem Spiel. Also bei dem Online läuft da oben schon was rum, ne. Bei dem Online-Modus. Ich gehe schon mal davor mit meinem Scheiß. In der Mitte hier ist so ein großes Feld, wie man sehen kann. Ah, und da ist noch so eine Sammelstätte. Stimmt, da brauche ich noch zwei. Dann mache ich halt fünf. Er hat das schon eingenommen. So, meine Schwärme gehen rein. Nice. Skrin ist halt echt eine fiese Rasse, weil wenn der sich in irgendein Haus reinhockt, kann ich ihn direkt rausbomben. Jetzt gehe ich auch schon mal da runter. Wow, die schießen von der Mitte. Schweinepriester. Gehe ich direkt hin. Renn ich direkt hin, kenne ich nichts. Shit, ich habe gerade zu wenig Strom, das ist ein bisschen kotig und viel zu wenig Sammler. Was passiert denn hier, Jungs? Was macht ihr? So. Ah, die hocken hier in den Bunkern drin, alles klar. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Guck mal, der hat auch schon dieses Teil in der Mitte eingesammelt. Das ist natürlich sackig, ne? Ja, da werden wir immer hart zerstört. Wir denken uns, dass wir gar nicht so schlecht sind. Wir haben dann einmal, also als wir angefangen haben, die Erweiterung zu spielen und online gezockt haben, haben wir direkt einmal endlich ein Noob-Team gehabt. Also welche, die auf unserem Level waren. Wir haben sie zerrissen, ne? Und dann heißt es sofort, you are no Noobs oder sowas.
und dann wollten sie nicht mehr mit uns spielen. Das ist doch scheiße. Wisst ihr, da hat man einmal Leute, die auf dem gleichen Skillniveau sind und dann pissen sie sich ein. Und wir sind die, die sonst immer gegen Level Millionener spielen. So, ich musste hier noch ein bisschen beuteln. Aber jetzt habe ich es, glaube ich, ganz gut im Griff. Mein... Oh, shit! Oder auch nicht. Okay. Ja, doch, ich hab's im Griff. Alles klar. Ich brauche noch so ein paar Dödel-Einheiten. Klar, alles klar. Ich muss jetzt unbedingt runter mir hier meine Basis aufbauen. Das geht so nicht. Das Game macht so unglaublich viel Spaß. Das ist einfach edel. Er hat da einfach ein Landvermesser hingebaut. Jetzt falle ich aber gleich vom Glauben ab. So, jetzt sammle ich hier nämlich, du Drecksack. Ja, man muss hier so ein bisschen vorpreschen. Ist klar. Hoppala, was habe ich getrieben? Nein. Ich habe meine Hauptbasis abgehoben. Bin ich bescheuert, Mann. Ich war gerade voll im Bauen. Dann ziehe ich meine Hauptbasis ab. Ah. Gut, ich hab's hier oben schon mal im Griff. Ich denke, das kann ich ganz gut halten. Ich habe einfach nur gerade fast kein Cash. Ich habe mich da so ein bisschen verbaut. Ja, meine Sammler müssen die ganze Zeit runtergehen, um zu sammeln. Das zirkt. Und die haben einen Teil für die Einheiten eingerissen. Das habe ich gar nicht gemerkt. Für Fußeinheiten haben sie eingerissen. Schwärmchen, bleib mal hier. Ah ja, genau. Nee, geht da hoch. Räumt die aus. Makes fun, you know? Okay, das kann kein brutaler Bot sein. Der wird mir sonst so arg auf die Fresse geben. Das ist irgendwie eher ein harter Bot nur. So, Jungs. Ach, die schießen doch jetzt nicht hier drauf. Diese Pisser da oben, Mann. In ihrem kleinen Bunker hocken sie drin und schießen auf meinen Scheiß. Wie unfreundlich. Jetzt komme ich euch aber hoch, ihr Lutscher. Jetzt komme ich euch hoch. Oh mein Gott, halten die sich echt da unten jetzt gerade auf, anstatt direkt hochzugehen? Jetzt habe ich auch einen recht guten Cashflow. Aber hier gibt's durchgehend auf die Nase hier drüben, okay. Ich hoffe, dass wir bei der Skinwaron-Sache zu einer Einigung kommen. Aber ich denke, das wird gar kein Problem. Wo bleibt eigentlich mein Zeug? Hallo? Ach, die sind schon alle gebaut, okay. Bei euch halt. Komm halt, Tripods, was soll's? So, sind die da oben rausgeräumt? Ja, sind sie. Meine Schwärme gehen rein. Ne, halt, geht nicht rein. Da hocken sie bestimmt auch drin. Ajo. So, und jetzt kommen meine Dödel. Hä, wo sind die jetzt? Da. So, du gehst da rein. Und du gehst da rein. Und jetzt kann ich hier nämlich auch Leute produzieren. Und die helfen mir jetzt zu verteidigen. Zack. Weil meine Leute werden hier gerade voll dezimiert. Finde ich ein bisschen brutal. We are fight for you. Ich brauche nur eine Bauliste. Irgendwie ist das kacke hier nur mit zwei Baulisten. Und ich habe die ganze Zeit keinen Strom, ne? Das blicke ich gerade gar nicht, dass ich so wenig Strom habe. All die Jahre. Wo bleibt mein Dödel? Hier. Gleich hier mal rein, ihr kleinen Wasser. Wo ist mein Ingenieur, der da eigentlich hoch sollte? Ist der jetzt verreckt oder was? Sag bloß, der ist drüben bei den Gegnern lang gelaufen. Das wäre natürlich echt fail. Was können die hier? Was können die? Gut gegen Infanterie? Okay. Dann werdet ihr hier nicht viel reißen können gegen den Panzerjungs. Aber Gerard Dedo! Na, kommt lieber zurück, da kommt ein Panzer. So, jetzt brauche ich nur noch sehr viel Strom und dann kann eigentlich die Chose schon beginnen. So, er hatte noch diese eine Basis. Wartet mal, habe ich da jetzt meinen... Okay, der geht mal in die Mitte hier. Der bekommt durchgehend hier immer 10 Ressourcen. Wisst? Nett mit mir, Alter, nett mit mir. Das nehme ich mir auch noch ein und produziere da auch noch so komische Krepeleinheiten. Hier diese, we are fight for you. Das hier noch zum Forschen. Zack, zack. Ja, in meinen Semesterferien wird, ihr habt das jetzt schon mitbekommen, sicherlich was mit Big Wallen kommen. Darauf freue ich mich schon extrem. Extreme Dinosaurs. Zack, boom, mein Building, das mir andauernd Cash bringt. Pisso. Noch einen Kran. Sehr schön. Eine weitere Bauliste. Huhu. Ich denke, ich werde hier die sogenannte UFO-Taktik anwenden. Big Boy und ich haben das leider erst zu spüren bekommen müssen, als wir sie praktisch kennengelernt haben. Man kann hier als Screen Mothership spawnen. Das spawnt man da, wo dieser Signaltransmitter eben hingebaut ist. Zum Beispiel hier. Oder hier. Egal wo. Und dann kann man eine Häuserreihe bauen. Außer man kann hier nicht hochbauen, dann wird es schwierig. Man kann hier eine Häuserreihe bauen bis zum Feind. Und dann wie eine Zündschnur das erste Haus hier anschießen. Also Team-Attack machen praktisch. Dann explodieren die Häuser bis hier hoch und die ganze Basis fliegt in die Luft. Wenn man sowas nicht weiß, dass es möglich ist, dann ist es halt echt bitter, ne? Alles klar, Jungs, sammelt da bitte mal nicht. Gut, wir können nirgendwo anders sammeln. Ich zeige euch noch kurz das Mothership. Hoppala, was habe ich denn da jetzt gebaut? Ich dummkopf. Hier, diese Einheit ist auch dazugekommen, die neue Ultra-Einheit. So, und hier ist das Mothership. Oh, keine Power. Moment. Sag mal, auf was habe ich den gestellt? Auf leicht? Der hatte gar nichts. Naja, wenn der so wenig auf der Pfanne hat, kann ich euch auch die Mothership-Geschichte zeigen. Hier ist das Mothership. Ich fliege es mal eben her. Das dauert kurz. Eine Sekunde. Da kommt es angeflogen. Die Musik wird schon richtig kritisch gerade. Oh. Schaut, ich habe ja jetzt schon drei Gebäude auf der Pfanne. Da ist hier so 1, 2, 3 zu ihm hin, wie so eine Mini-Zündschnur. Und dann sprengen wir den Bunker. Hört euch das Ding an. Es arbeitet richtig, um dahin zu fliegen. Was passiert hier oben? Hey, wer schießt hier meinen Scheiß ab? Was soll das? Das Blöde am Mothership ist halt, dass es echt sau langsam ist und man kann es dann auch dadurch sehr, sehr leicht aus der Luft holen. Es braucht auch recht lang zum Schießen, also man muss es wirklich ganz gut timen, die Chose. Aber es ist jetzt da. Achtung, guck mal, ich bringe meine Leute jetzt hier unten in Sicherheit, hier in dieser Ecke. Pass auf, jetzt baue ich die Häuser hin. 1, 2, 3, das reicht schon easy. Und jetzt holze ich hier drauf. Gut, meine Sammler werden jetzt wahrscheinlich verrecken, wenn sie nicht schnell weggehen. Schnell. Oh, ihr steht aber auch ganz schön nah da. Okay, passt auf. Guck, Achtung. Und diese Sache, dieses eklige... meine Leute sind zu einem Großteil verreckt.
Sie platzen auch alle. Oh, wie unangenehm. Guck mal, wie sie wegplatzen. Es geht sogar mit Menschen. Das habe ich gar nicht gewusst. Vielleicht heißt es, dass man auch diese Kette aus Menschen bauen kann. Das weiß ich nicht. Ich habe alle meine Truppen zerstört. Es ist nur noch das Mothership da. Sollen wir jetzt hier reinballern? So sieht es nämlich aus. Sehr geil, sehr geil. Also, und diese Taktik, stellt euch mal vor, ihr spielt, ne? Ihr seid mitten am Kämpfen gerade. Ihr fühlt euch sicher. Und unsere Basis war einfach weg. Mal wollen seine, mal meine. Einfach weg, also, man ist so am Kämpfen irgendwo und da macht so. Und man geht runter und denkt sich, Alter, meine Basis ist weg. Und dann so, was? Dude, what? Victorious! Ja, der war nur auf hart. Aber er hat gespielt wie auf einfach, oder? Das war doch nichts. Wie gesagt, gegen Menschen ist es einfach der brutale, krasse Burner. Ich zeige es euch mal ganz, ganz kurz. Also ich spiele jetzt kein Spiel, ich will euch nur kurz die Chose zeigen. Pass auf, guck mal, ich bin Level 3. Man sieht es anhand des Bildes nicht. Hier ist jetzt einer, der ist Level 87. Der ist wahrscheinlich auch Level 1, 2 oder 3, okay. Hier ist noch ein Rain Man. Der war von gestern, 55. Forever Young, 4. Und was ist der? Level 12. Und wir werden immer, also fast immer so zerbumst. Guckt euch mal meine Statistik an. 4 Wins, 15 Loses. Wir haben schon 2-3 Mal gegen wirklich gute Spieler gewonnen. Da haben wir es uns einfach fett erkämpft. Und einmal eben gegen diese Leute, die wirklich auf unserem Skillniveau waren. Aber ihr müsst euch das so vorstellen, dass wir jedes Mal Silber 1, Silber 2 sind und immer gegen Globals spielen. Immer. Diese Together-Geschichte haben wir uns aber auch schon, also da werden wir uns noch einige Dinge überlegen. Aber da will ich jetzt gar nicht so viel zu verraten. Das kommt dann alles, wenn ich endlich Semesterferien habe. Leute, Daumen nach oben geben auf jeden Fall für die Skin-Baron-Geschichte. So geil, dass wir einfach mal 20 Euro geschenkt bekommen haben. Dankeschön, Dankeschön. Und ja, bis morgen. Ciao, ciao. Woo! Fucking delicious, dude. Das ist Kaviar, sei es dann. This is so nice, dude. Oh my gosh. Delicious.